Herzlich willkommen zurück zum siebten Part. Warum denn jetzt schon wieder? Also werden wir jetzt immer noch geportet. Also in der letzten Folge hatten wir ja dieses geile Problem hier. Hat sie ja immer rausgeschickt worden. Aber wir haben ja gespeichert eigentlich. Gespeichert haben wir schon, ne? Wir haben schon gespeichert. Das Ende von der letzten Folge, das wäre sehr, sehr episch. Ja, ich weiß nicht. Das Ende war cool. Wenn das wirklich episch nennen kann, aber ja, schlecht war es nicht. Ich hab mich halt echt erschrocken. Ja, ne, der hat sich halt, wir hat gerade geendet, dann portiert sich dieser nette Herr einfach mal vor uns. Ja, so war das, Mann. Ich speichere halt nochmal. Das war kein netter Porte. Wieso denn nochmal? Das macht gar keinen Sinn. Kann sein, dass er uns jetzt extra, dass er sogar diesen Speicherpunkt wegresettet hat. Nee, das könnte sein. Wie sollte er das machen? Keine Ahnung, ein unfaires Spiel. Ist ja so dreist. Ja, von links und weiter rechts. Und rechts, genau. Ich muss mir jetzt nochmal da rein. Nein, wir wurden, nein. Wir wurden geportet, das heißt, wir müssen noch was machen. Ja, wenn wir mehrfach geportet werden, dann stimme ich dir zu. Oh Gott. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alles. Ja, würdest du das eigentlich eher Brechstangen oder eher Brecheisen nennen? Nenn das Brech. Weiß ich nicht, ist doch dasselbe, oder? Beides dasselbe. Würde ich mal sagen. Es scheint dasselbe zu sein. Das ist das Schöne. Wir müssen echt noch was hier machen. Okay, nochmal nachdenken, alle mal Kopf anstrengen. Nee. Hab ich keine Lust drauf. Geh nochmal dahin, wo du. Du den Speicherbord weg. Geh nochmal dahin, wo dieses Motorengeräusch war. Alle Häuser, vielleicht hat das hier eine Reihenfolge. Jetzt komm schon, geh doch nicht ins Scheiß. Nein, ey, da waren wir doch jetzt schon. Und was kann ich sagen, dass jetzt was ist? Jetzt so, das wäre jetzt eigentlich echt scheiße. Da gibt es ja vier Viecher. In jedem Haus eins. Du bist vier Viecher. Ja, da. Ja, ich will nochmal ganz kurz schauen. Nix, yay. Ja, die Folge fängt doch gut an. Jetzt erwarte ich. Jetzt erwartet ich. Wer ist alles dafür, dass wir zu diesem Motorengeräusch gehen? Nee. Mann, ey, ist wieder voll. Wir sind alle dafür. Ja, machen wir doch mal, wir haben keinen Plan. Ja. Wieso gehen wir nicht einfach weiter? Es geht ja nicht. Nicht! Siehst du doch. Ich guck schon, dass ich's geht. Ich glaube, nur weil der Chris spielt, geht das nicht. Ja, grins. Endlich mal hell. Der Typ ist vor dir, du Spacken. Ich habe ja nur den Himmel bewundert. Du Spartan. Du Spartan. Oh! Alter, wieder auf. Alter, ey, der will, dass wir gehen. Das sah echt gruselig aus gerade. Beamen will, dass wir bleiben, er will, dass wir gehen. Aber er beamt uns doch, oder nicht? Geh mal da lang. Wieso? Jetzt sind Motorengeräusche, hörst du nicht zu? Das ist doch zu. Tim. Was sollen wir machen, Jonas? Du hast dir immer wir hatten dieses Geräusch, Motor oder Mechanik. Weißt du, wieso ich sag, du hast Durchblick, weil du die Brille trägst, deswegen blickst du durch die Brille. Das ist ja gar nicht lustig, tut mir leid. Sein Silber ist ein lustiges Gerät. Danke, dass du meinen Guten. Hier, stopp! Jetzt grab dich durch den Boden. Jetzt fällst du echt aus dem Boden. Schau mal da nach rechts. Ja, da, geh mal da weiter. Kann man da weitergehen? Ja. Das ist eine Methode. Wo kommt das her? Jetzt mal ohne Witz. Ja, keine Ahnung. Nee, warte, mach mal eben die Karte. Ich habe eine kleine Vermutung. Das ist der Generator, den wir auf der anderen Seite hören. Ja, ey, leck mir doch am Arsch. Was für eine Scheiße. Lex? Oh, ja, mein lieber Herr, wir haben es verstanden. Ich glaube, die wollen, dass wir hier doch was machen. Okay. Geh ja, aber einfach. Was bitte? Geh das einfach, die wollen nicht. Ich geh noch mal ganz kurz in diese Betten, vielleicht ist da noch was Neues. So. Mit dem mal die Lamp, weil dann siehst du mehr im Haus. Im Haus schon, echt. Ja. Im Haus bringst du es. Liegt da was? Nee. Jetzt wird aber was liegen. Wir sind ja echt umgestürzt. Das war ja ein Rückwärtssprung. Dann machst du irgendwie so einen 4 Meter Rückwärtssprung, oder wie? Klar, nach links, schau mal nach links, schau mal da nach links. Was war da? Was war da? Ist da ein Loch an der Wand? Das wäre zu cool gewesen, Entschuldigung. Nee, ein Loch in der Wand ist zu cool für das Spiel. Ey, ist eigentlich nicht. Nicht. Ah, okay. Okay, das ist schon mal falsch. Ich glaube, die wollen, dass wir noch was machen. Ja, aber wo? Stellt sich für mich die Frage, wo? Wenn wir jetzt hier so lange nichts mehr finden, dann können wir fast das Let's Play beenden. Nur so ein Gedanke. Ja, was? Bist du das? Wir können doch einfach auf YouTube nachgucken, was man jetzt machen muss. Ob jetzt hier beendet, weil irgendwie, das macht den Abonnenten, glaube ich, auch keinen Spaß. Ich will schon noch weiter spielen. I don't have batteries. This is fucking awesome.
Nein, finde ich jetzt gar nicht. Ja? Schwarz. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder eine Mitte her. Der Kreis, seht ihr den auch? Ja. Das Licht. Es gibt keinen Sinn, aber ja. Ja, da. Achso, das war so. Ich dachte, da wäre ein Meteor, aber dann müssen es. So weit durften wir schon lange nicht mehr gehen. Vielleicht muss man den richtigen Weg gehen. Klar. Ich darf man einfach nicht durch den Wald gehen. Gibt's einen richtigen Weg? Ich wette, wir werden gleich wieder teleportiert. Ja, ich wette auch, aber. Probieren geht über. Studieren. Ja, ihr habt vorhin noch eine Runde Thief aufgenommen, ne? Ja. So war das. War das eine erfolgreiche Runde? Weniger. Weniger? Nicht weniger. Ja. Wir haben Nebenmission angefangen und haben halt 15 Minuten. Yeah. Ja, wir sind draußen aus dem. Nein. Ja, wo sind wir? Wir sind, wir sind wieder da drin. Aber wir wurden näher hingeportet. Vielleicht müssen wir einfach auf direkten Wege zurück. Also auf direkten Wege zum Feld. Ohne irgendwelche Scheiße. Wer steht da drin, Alter? Steht da drin, ey. Der Herr, ey. Was will der denn? Nicht denn. Ja, Thief war weniger erfolgreich, weil. Was war nochmal, Jonas? Wir waren zu blöd zu sehen. Ja, stimmt. Was wir hätten sehen müssen. Wir sollten so einen Seilpfahl an den Pfosten schießen. Das haben wir nicht gesehen. Ja, ey, das muss hier drin sein, ey. Jetzt werden wir schon hier reingeportet. Ernsthaft. Ich muss echt hitten. Renn noch mal durch. Die Microbar und zerstören mal alles. Ich hasse diese Steuerung. Hier ist nichts drin. Geh noch mal ganz schau am mal an die Ende. Decke. Voll. Kannst du die Leitern hochklettern? Nein. Das ist ganz theoretisch. Nee. Kann man nicht. So, kannst du da hoch zum Beispiel? Was soll das bringen? Da könntest du echt hoch, okay? Jetzt haben wir uns wieder reingepackt. Yay. Das Spiel ist doch färbig, ey. Hat man doch... ich find's witzig. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, aber echt nicht mehr. Das Spiel ist nicht gut, das sollte man nicht spielen. Bugvoll. Sollte man einfach verbrennen, so ein Spiel. Burn it! Aber ich kann es eben nicht verbrennen, was gar keine CD mehr ist, was auf Steam ist! Ich lösche es halt. Ja, aber das ist nicht so genug, sagen wir, es löscht, man muss es verbrennen, zerstückeln, zerschneiden, in Einzelteile schmeißen und dann auch noch in den Müll halten. Lad halt neu. Ich lad neu. Versuchen Sie es noch die Folge, okay? Ja, wir versuchen es und wenn es nicht geht, dann hat uns das Spiel besiegt. So, geh mal auf direkten Weg hin, ohne irgendwo dich umzuschauen, okay? Geh mal auf direkten Weg zu Distrikt A. Hab ich doch immer gemacht. Nee, du schaust dann immer noch bei in irgendwelchen Häusern. Und was? Da hat jemand geschrien, ja, aber ist doch egal. Geh doch immer da jemand schreien. Aber... Yeah, teleportiere dich hinter uns. Ja, im direkten Weg, das ist geil. Schau nach links. Dann geh halt nach seitwärts. So, ja. Was ist der Jeep? Ey, geh einfach wirklich in dieses Haus mit diesen Typen da rein. Soll ich versuchen, ihn anzugreifen? Nein. Das ist ja der Sinn der Sache, dass ich ihn töten muss. Ja, das ist der Sinn der Sache. Das hinlaufen und töten. Den Slender. Oder den Horned Man. Mann! Wir haben doch alles getan, was du wolltest. Was willst du von uns? Wir knien vor dir nieder, wenn ich es könnte. Das Spiel wäre halt echt ganz schön, wenn ich das Gebiet mit dir sehe. Ja, und die Bugs. Bugs finde ich nicht das Schlimmste, weil die Bugs würden ja nicht immer kommen, wenn du die ganze Zeit. Du siehst nichts, du bist gebeamt. Das mit dem Sehen ist ja Standard-Länder. Geh links rein. Die Story ist es auch nicht so geil und ich find's auch gar nicht gruselig. Geh mal rein, weißt du. Ja, geh nochmal rein und wirklich ganz zum Ende. Bist du behindert, Junge? Ja, vielleicht kann man ja doch da drauf springen. Vielleicht gibt's halt irgendwie zerbrochene Wand, die wir durchschlagen müssen oder so. Nee, guck einfach wirklich mal weiter. Geh weiter. Stopp, umgucken. Hier muss irgendwas sein. Sonst wird man nicht so eine Scheiße hier machen. Ich hasse das Spiel! Ich hasse! Ja, dann... Ende für dieses... Für dieses Spiel. Würde jetzt sagen, es ist jetzt approved. Wir haben es überprüft. Das Spiel ist scheiße. Kauft es euch nicht. Nicht mal, wir wollen sowas, wo wir nicht mal geschenkt haben. Nee, wir machen echt. Schenkt es euren schlimmsten Feind. Einfach vergeudet der Zeit. Könnt ihr echt machen. Habt ihr einen Knecht in den Kleinen und sagt ihm, hey, what's that memory? Voll cool. Spiel, Mann. Spiel. Auch, ja. Der wird spielen und sagen,
Ich hasse dich im Grunde. Das kann ich echt nur empfehlen. Und den Entwicklern ja, würde ich raten, dass sie vielleicht mal ihr Spiel überarbeiten würden. Gut. Macht am besten keine Spiele mehr. Servus. Schönen Tag noch. Ciao. Wenn 100 Leute schreiben, dass sie weitersehen wollen, dann machen wir weiter. Ja, oder vielleicht, wenn es wirklich bugfrei wird. Aber ja, das wird wahrscheinlich nie passieren. Oder wenn ein Update kommt. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir von den Entwicklern die kostenlos alle DLCs kriegen, dann überlegen wir uns das vielleicht. Machen wir mal jetzt mal die Facecam groß. Genau, jetzt sind wir hier wieder dabei und verabschieden uns fröhlich von diesem geilen Let's Play. Na. 7 Folgen lang haben wir dieses geile Spiel. Am Anfang war es eigentlich noch ganz gut. Danach wurde es immer schlimmer. Und schlimmer und ganz böse. Wollen wir uns jetzt noch einmal vom Slendy ergreifen lassen? Ja, ich würde gerne, aber es geht ja nicht. Ja, stimmt, machen wir es echt, ne? Das wäre ein guter Abschluss. Also nochmal Facecam runter, weg, hoch. Weg, böse! Böse Facecam, böse. Ich stelle das jetzt alles so mal als kleines an Probieren. So, bleib einfach stehen. Bei der Sound, ja, wir haben euch nur probiert, ob der Sound taugt. Mit Facecam und Mikros. Ob es zusammen ein gutes Spielchen ist. Babo. Mann, ey. Slendy, Kumpel. Da ist er. Hi, Bro! Da war ja nicht mal eine epische Animation, ey. Das ist bei Slender die 8 Pages besser gemacht. Ja. So. Aus, weg, so, tschüss, so, das so, Game, so, scheiße. Wir sehen uns morgen.